Herzlich willkommen zum Video So funktioniert Kreativität mit der Lullschen Leiter. Ich zeige dir jetzt eine Methode des Lernens, die ich selber schon mit vielen ausprobiert habe, wie du neue Verbindungen zwischen bereits vorhandenem Wissen herstellen kannst. Und man sagt dazu ja auch Kreativität. Erste Ansätze dieser Lullschen Leiter, und da kommt auch der Name, kommt ja von Raimundus Lullus aus dem Mittelalter und weiterentwickelt und neu entdeckt, sicherlich auch von Vera F. Birkenbild, der Lern- und Motivationstrainerin. Ja, es geht darum, Kreativität zu steigern. Und wenn wir uns hier diese Abbildung hier rechts anschauen, haben wir ein Gehirn. Und du weißt ja, man sagt immer wieder, es gibt zwei Gehirnhälften, eine kreativere Hälfte und eine eher, die vernunftorientiert ist, mathematisch orientiert ist und so weiter. Und was lernpsychologischer von Bedeutung ist, dass man hier die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen dann auch verstärken kann. Hier haben wir eine Verbindung von einer Zigarette, und wenn ich jetzt nach rechts schaue, haben wir jetzt einen anderen Teil. Erst hätte ich mir schon gedacht, das wäre irgendeine Stadt. Nein, das sind hier natürlich dementsprechend hier dann auch Zeichen, die von einem Friedhof herkennst. Also da wäre dann die Verbindung sehr explosiv zwischen Zigarette und dem Tod. Das heißt, wieder Verbindungen herstellen. Wenn man es dann schafft, zwischen diesen verschiedenen Gedanken, also zwischen der Zigarette zum Beispiel und dem Tod oder anderen Dingen dann Verbindungen herzustellen, dann wird auch Energie dann im wahrsten Sinn des Wortes übertragen. Ja. So wie hier bei dieser Kugel sich gegenseitig dann Energie übertragen, geht es auch dann darum, dass du bereits vorhandenes Wissen miteinander verbindest und dadurch dann Kreativität und Energie dann freisetzt. Und Raimundus Lullus hat gemeint, wenn man bestimmte Wörter miteinander verbindet, er hat dann so etwas gemeint wie solche Alphabetlisten, die wir hier dann zum Beispiel haben, du kannst dich ja aus dem vorgehenden Video erinnern, da habe ich die Alphabetliste von Österreich, und wenn man dann solche Listen nebeneinander legt, dann würde man wie auf einer Leiter, wenn man die dann verbindet, würde man wie auf einer Leiter hinauf zur Erkenntnis dann fortschreiten. Und dann würde man dann auch leichter drauf kommen, zum Beispiel Wasser und Eis, dass ein und dieselbe Sache vielleicht verschiedene Bedeutungen unter bestimmten Berücksichtigungen haben kann. So wie dieses Glühbirnchen-Männchen hier natürlich von der Verbindung zur Steckdose lebt, leben wir natürlich auch von den Verbindungen in unserem Gehirn. Das heißt, wenn wir diese verschiedenen Bereiche, die wir schon kennen, wissen und so weiter, wenn wir die gut miteinander verbinden können, dann sind wir dementsprechend umso kreativer. Und es geht dann letztlich darum, immer mehr dieser Verbindungen wie in einer Stufe, deswegen heißt es Lullsche Leiter, miteinander zu verbinden. Und je mehr dieser Leitern, dieser ABC-Listen, dieser Alphabet-Listen wir miteinander verbinden können, umso kreativer sind wir. So, was heißt das jetzt konkret? Ich habe das hier auf der linken Seite hier mal angelegt. Ich habe hier zu einem Thema 1 und Thema 2 habe ich hier ABC-Listen erstellt. In dem Fall auf der linken Seite von der Arbeitsteilung zur Gesellschaftspyramide. So eine Sache, die aus dem Anfang der menschlichen Hochkulturen herkommt. Und auf der rechten Seite habe ich hier zum Römischen Reich eine ABC-Liste gemacht. Und wenn man jetzt hier eine Begriffe anschaut, kann man dann vielleicht Ähnlichkeiten feststellen, sogenannte Analogien, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede. Wenn man das systematisch angeht, habe ich da hier unten dann noch eine Tabelle hinzugefügt, wo ich eben dann hier einen Begriff vom Thema 1 eintrage, einen Begriff von Thema 2 und dann versuche hier entweder eine Gemeinsamkeit, Unterschiede, Analogien zu finden. Wenn ich Hofstadt und Octavian miteinander verbinde, könnte ich zum Beispiel sagen, ja, auch der Octavian, das heißt der spätere Augustus, hat ja auch einen Hofstaat gehabt, hat auch Leute gehabt, die an seinem, unter Anführungszeichen, Kaiserhof dann ihn dann umgeben haben. Das wäre eine Gemeinsamkeit. Oder Adelige und Plebeier. Da habe ich einen Unterschied, denn Plebeier waren ja keine Adeligen. Oder Sklaverei und Plebeier, da habe ich eine Analogie. Viele Plebeier wurden ja ähnlich behandelt wie Sklaven, also sie waren sehr schlecht gestellt in der römischen Gesellschaft. Dann kann ich auch eine Analogie, eine weitere Analogie finden, ein Pharao hat ähnlich, und habe ich hier Rätia, Noricum und Pannonien dann hier gefunden in dieser ABC-Liste, hat er ebenfalls über Provinzen geherrscht. Nur diese Provinzen in Ägypten, über die der Pharao geherrscht hat, haben dann eben dementsprechend dann etwas anders, haben andere Bezeichnung gehabt und vielleicht auch natürlich eine andere Größe gehabt. Nochmal zur Wiederholung. Bei Assoziationen geht es darum, dass verschiedene Bereiche miteinander kombiniert werden, die man vielleicht kennt. Das ist eine Assoziation innerhalb einer ABC-Liste. Und wirklich Kreativität ist dann gegeben, wenn ich unbekannte Bereiche oder Bereiche, die ich vorher vielleicht nicht so gut miteinander in Verbindung setzen konnte, miteinander in Verbindung bringen kann. Das wäre in dem Fall hier mit dieser Lullschen Leiter, diese zwei ABC-Listen, diese zwei Alphabet-Listen, wenn ich die miteinander in Verbindung setzen kann. Wie immer findest du dann wieder in der Videobeschreibung dann einen Link zu einem Video, wo ich dir zeige, wie man mit einer Textbearbeitung solche eine Vorlage, so einer Lullschen Leiter erzeugen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann wieder bei den Wissensrechtecken Zielscheiben.